Ich grüße euch alle herzlichst. So, heute kommen wir zum Stier. Was für ein Typ ist er und welchen Charakter hat er? Stellt euch einmal vor, wie der lebende Stier mit seinen Artgenossen vor sich hinkauend auf der Weide steht. Er ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Das Sternzeichen Stier ist da nicht anders und hat seinen eigenen Rhythmus. Aber den will er keineswegs verändern. Wegen seiner Sturheit muss man sich dem Stier anpassen. Zu Experimenten kann man ihn absolut nicht verführen. Und Neues interessiert ihn nur dann, wenn es ihm zu nutzen ist. Seine geheime Schwäche ist das Geld. Kann er etwas günstig kaufen oder bekommt er es umsonst? Dann ist er schnell dabei, um zuzugreifen. Zu Menschen, die ihm finanziell etwas zu bieten haben, empfindet er große Sympathie. Naturgemäß neigt der Stier zum Materialistischen, aber er ist herzensgut. Er ist in jeder Hinsicht ein sinnlicher Genießer. Natürlich und solide reagiert ihn die Venus. Er scheut nicht davor zurück, für seine Ziele zu arbeiten, von denen er überzeugt ist. Seine goldene Nase macht er sich zu eigen. Geduld ist seine Stärke und in heiklen Situationen bewahrt er die nötige Ruhe. Leider kann das auch mal zu einer Portion Sturheit ausarten. Durch seine große, solide Willensstärke erfährt er eine verlässliche Wertschätzung und mit seinen angeborenen Qualitäten steht er wie ein Fels in der Brandung. Er ist naturverbunden und liebt in ländlicher Umgebung zu entspannen. So ist der Stier als Typ zu sehen. Und als nächstes Tierkreiszeichen ist der Zwilling dran. Herzlichst, eure Deria.